Hallo und herzlich willkommen zurück zu Morphin. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und ich habe da wieder die Steine hingelegt. Und als nächstes brauchen wir Bushes. Und ja, ich weiß, was die mit Bushes meinen. Und zwar diese Äste hier. Die müssen wir einsammeln und wir brauchen noch mehr. So, wo seid ihr, Bushes? So, und die sieht man auch nicht so leicht. Ah, da, okay. Das sieht man nicht so leicht wie Steine, leider. Aber es geht. Da. Oh, okay, dich habe ich übersehen. Oder fast übersehen. So, Bushes. Wo seid ihr denn? Bushes. Da kommen wir nicht lang. Bushes, hier irgendwo, Bushes. Nein, keine Bushes. Dann halt keine Bushes. Wo sind denn diese Busche? Ja, wow, ich finde keine mehr. Nice. Hier irgendwo Busches? Nö. Also, war da klar? Doch, hier. Okay. Hab wieder gefunden, noch einen mehr. Dann haben wir es geschafft, das Lagerfeuer zu machen. Nice. Bushes, Bushes, Bush, Bush, Bushes. Bushes, komm her. Wo sind denn diese Bush? Ich brauche noch einmal Busche. Bushes. Ah, hier. Okay. Nice. I think that is enough. Okay. I should light up the campfire after placing the bushes. Jawohl. Wo ist unser Lagerkopf? Da hinten. Okay. So. Dann lasst uns erstmal, zack, I'll take matches and marshmallows from my bag. Jawohlsken, wir braten jetzt ein paar Marshmallows. Now I can set the campfire and eat my marshmallow. Feuer, entzünde dich. So, hier sitzen wir jetzt schön, wir kochen unsere Marshmallows. Nice. So, hier sitzen wir so einsam und so alleine. Schmeckt's? Oh. Ja, ein bisschen Musik kann auch nicht schaden. Gonna listen some music before I go to sleep. Na. Oh. Da ist ein Stern, der über den Himmel schwebt. Keine Ahnung. Ich bin ein toller Sänger, gell? Na. One day I have my revenge on Ted. My only wish is to get rid of Ted. Ja, eines Tages werden wir unsere Rache an Ted haben. Oh, ich bin müde. Ja, dann schlaf. Die Musik ist nice. So, und ab to sleepen. Mit Musik schlafen. Okay, nice. It's rainy. Akku fast leer, nice. Jetzt 12:31 Uhr. Hey Jane. Jane, komm zurück. Jetzt müssen wir Jane suchen, oder? Oh, ja, natürlich. Wir haben eine Taschenlampe, weil unsere Batterie fast leer ist. Oder unser Akku ist fast leer. Jane, waiting. Die ist, glaube ich, da lang gegangen. Natürlich da, wo es unheimlich ist. Jane, Nice, die Fledermäuse haben ziemlich rote Augen. Jane, wir werden dich finden. Hör auf mit Verstecken spielen. Ein Boot. This boat is my father's boat. What is the boat going on here? Ja, das ist unser Vater auf seinem Boot. Und wir wissen nicht, was es hier zu tun hat. How did this happen? How did this come here?
It's impossible. Ja, okay. So, da haben wir irgendwie eine Holzbrücke oder so. Keine Ahnung. Was? Ja, natürlich, es stürzt ab. Cool. Es stürzt ein. Das gefällt mir ja sehr. Und es regnet ziemlich stark. Oh, mein Baum versperrt uns den Weg. Und wir müssen zu dieser Hütte. Okay, wir gehen dann mal zu der Hütte. Okay, meine Taschenlampe flackert gerade irgendwie ziemlich. Wieso ist die Lampe aus? Ich weiß nicht. Geh da einfach rein, schnell. Geh rein. Okay, ja. Ich sehe irgendwie nichts. Ah, okay, wir haben wieder Licht. Kommen wir wieder raus. God, it won't open, damned. Ja, nice. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir das nicht aufkriegen. Da haben wir eine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Wir haben eine Spitzhacke. Nice. Was? Pickaxe-Detektor. Ja, ich bin ein Pickaxe-Detektor. So, da haben wir einen Kühlschrank, wo wir nicht reinschauen können. Da haben wir eine Matratze und eine Toilette. Ja, und was sollen wir jetzt tun? Hier. Ja, wow. Door is locked. I will have to find another way to exit. It's stuck. Ja, wir kriegen es da leider nicht mehr raus. What the fuck? Ja. Ja, wir kriegen... Okay, der hat es ziemlich leicht rausgekriegt und wir kriegen es gar nicht raus. Das ist nicht so knufte. So ist locked, I will have another... Ja, wir müssen einen anderen Weg finden. Da sind wieder Fledermäuse. Sehr viele. So, und ich glaube, da rennt jetzt irgendjemand die ganze Zeit ums Haus herum. Was sehr nice ist irgendwie. Aber nein, eigentlich ist es nicht nice. Das ist scheiße. Ja, wie komme ich hier jetzt raus? I don't know. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ist hier hinten vielleicht irgendwas versteckt? Ist hier was versteckt? Nein, I have to get out of this damn place. Ja, das weiß ich. Ist hier heller geworden oder bilde ich es mir ein? Ich glaube, ich bilde es mir ein. So. Ja, und wie kommen wir jetzt hier raus? Oh. Natürlich. Unsere Matratze weg. Die Matratze weg und da ist eine Geheimtür. Wo Fledermäuse rauskommen. Ja, ja, nice. Hauptsache, wir sind da raus aus der Hütte. Aber jetzt geht's da irgendwo in den Untergrund oder was? Ja, schön, lach mich aus. Du hast die Tür zugemacht. Und na, und hier gibt's auch einen Weg. Kleine Missgeburt. Ja, toll. Oh, hey. Wie geht's? Hallo, du da. Ich rede mit dir. Mom? Ja, deine Mutter ist ziemlich gelenkig. Unsere Mutter ist ziemlich gelenkig. So, wo ist die Olle hin? Die ist nicht mehr da. Oh, wieder ein Haufen Fledermäuse. Das ist irgendwie so nice. Können wir da an die an die Dinger hochklettern? Funktioniert das? Jawohl. Okay. Dann klettern wir hier halt hoch. Weil wir es können. Und weil wir es wollen. So. Das sind Steinplatten. Wo wir jetzt rüberlaufen. Okay. Das ist ziemlich creepy. So. Jetzt laufen wir über die Brücke und ich schuss gleich ein, oder? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Hey, Jumpscare. Okay, dann halt nicht. Das war gerade ein bisschen merkwürdig, aber gut. Wir laufen einfach weiter.
Da kommen wir irgendwie nicht lang. Bin ich dumm? Ja, wir kommen da nicht lang. Wir müssen wahrscheinlich zu der Eulen da zurück. Alter, wieso laggt das? Bin ich gerade ein bisschen dumm? Also. So, hey. Wie geht's so? Na? Jane, what a beautiful day, Pi. Also, was für ein wunderschöner Tag, Peter. Ja, das ist sehr wunderschön. Es regnet, Jane. I'm soaked and cold. Okay. Nice. Jumpscare? Nein. Ich kann mich nicht bewegen. Jane, how did you come here? Jane, wie bist du hierher gekommen? Maybe you should ask that to yourself, Peter. Vielleicht solltest du dich selber fragen, oder ich glaube, so heißt es. I don't know, ich weiß nicht. You should go, Peter. Sollst gehen, Peter. Da kommt doch gleich ein Jumpscare. Oder da fliegt was vom Himmel. Okay. Da fliegt eine Tür vom Himmel. Da fliegt eine Tür vom Himmel, yeah. We went to a camp with the class today. Ted and other didn't want me to join them. I picked some bushes and rocks and had my own campfire. I cooked some marshmallow, listened same music and went to sleep. I found myself in a small hut or but this is don't ha hut. When I opened my eyes, I saw Ted and his partner Will yam looking the door. Okay, da steht alles eigentlich alles dran, was wir gemacht haben gerade und ja, dass sie uns aufgeschlossen haben, wir ein eigenes Lagerfeuer gemacht haben und so. Dann kommen wir hier durch die Tür, die vom Himmel gefallen ist. So, wo kommen wir jetzt hin? In die Schule wieder. Ja, natürlich. Hey, eine Chuckleboy Point. So, und hier leckt es jetzt gerade nicht mehr. Eine Brücke. Okay, egal, ich frage einfach gar nicht. Hey, Jumpscare, was geht? Oder auch nicht? What? Jumpscare? Nein? Jumpscare? Hey! Amy? Oh, hey, Kumpel. Was? Okay, ich bin... Also, das ist Amy, ja. Die eine, die wir kennengelernt haben. Der Hase nimmt sie mit. Ich kann nicht laufen. Ja, ich erschrecke mich vor diesen Piepsen. What the fuck? Ich blick gerade gar nichts. Ich bin sehr verwirrt. Wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir... Gibt es hier irgendwo eine Tür, wo wir lang können? Oder müssen wir jetzt da den Hasen folgen? Ich glaube, wir müssen den Hasen folgen. Halte durch, Amy. Ich komme und hol dich. Amy, ich komme und werde dich holen. Denn ich komme aus Polen. Muss ich... Oh. Hey. Das ist aber ein Service, die Tür kommt direkt zu mir, aber da kann ich nicht durch. Nice, dann muss ich wohl hier runter. Okay, es ist ziemlich dunkel. Oh, danke. Ja. Alles klar, plötzlich ist da eine Wand. Es ist, ja, sehr schön. Aber es finde ich toll, dass mir der Weg gezeigt wird. Lass Amy los, du blöder Riesenhase. Ja. Das hat sich doch gerade... Okay, egal. So, was haben wir? Today I was going to have my badge as a candidate for being at a school representative. Okay, nice, ja. Okay, das sind wir durchgekommen. Wir sind in einem Theater. North Evoque High School. Okay, nice. Hey, Jumpscare? Nein, okay. So, wir haben jetzt eine Vorführung. Die Show muss weitergehen. Oder so. Wir kommen da nicht mal hoch, okay. Und springen können wir nicht. Irgendwie hänge ich hier. Sind wir zu dumm, um Treppenhof zu gehen? Irgendwie ja schon. Okay. Ah, da ist ein leuchtender Platz. Da müssen wir uns hinsetzen.
Okay, das ist nice. So, wir schauen uns die Vorführung an. Ui, ja. What the fuck? Okay, nice. Okay. Was jetzt? Wenn ich fragen darf? Oh, hey, wer bist denn du? Sind es wir? Nee, oder? Ich höre wieder Geflüster. Was? Okay, ja, ich glaube, das sind wir. Ja, das sieht sehr aus, dass es wir sind. Ja, das sind wir. Und wir hatten eine Theateraufführung und wurden ausgebuht. Nice. Und die Olle rennt uns hinterher. Okay. Das war, glaube ich, Jane, die uns hinterhergerannt ist. Okay, das war nicht so nett. Nicht so nett. Guck mal, hier steht ganz tausendmal Loser auf die Zetteln. Und es wurde mit einem Pflaster hingeklebt. Nice. Today I was going to have my speech as candidate for being school representation. Also, ja, ich hatte keine Ahnung, eine Aufführung, glaube ich, steht da beim ersten Ding oder so. Keine Ahnung, Ted has his speech and the whole audience were applying to him. It was my turn. I was so lost my words, bla bla. Okay, nice. Then Ted began to boo me and cursed the wall. Ted, I hate you. I'm not a loser. Ja, ich hasse Ted auch. Ted ist scheiße. Ist der größte Rotz. Oh. Okay. Nice. I want you for rabbits. Ja, toll. Hey, Jumpscare. Also. Jane tröstet uns. Jumpscare? Nein. Doch, Jumpscare? Ich weiß es nicht. Checkpoint. Ich bin gerade irgendwie im Schrank, oder? Finally, they're gone. Okay, der ist gegangen. Was machen wir jetzt? Wir hatten einen Schraubenzieher in der Hand. Wir sind hier in einem Haus eingebrochen, kann das sein? Von Ted oder so? Ich glaube, wir sind im Haus von Ted eingebrochen. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwas mit einem Schraubenzieher manipulieren oder I don't know. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Morphin. Bis dahin, ciao.